Beim Remax Dice handelt es sich um einen Full-HD-Projektor mit 700 ANSI-Lumen. Der smarte Projektor ist inzwischen schon etwas länger auf dem Markt und gilt als Geheimtipp. Wenn Sie gerne lachen, dann sind Sie hier goldrichtig, weil Sie dürfen das. Sie sitzen ja vorm Bildschirm. Ob er diesem Ruf gerecht wird, finden wir es heraus. Das ist unsere Arena. Hier haben wir alles, was wir brauchen. Eine Küche, ein Kühlschrank, ein nette Sitzgelegenheiten, schön weich, kuschelig zum Chillen. Ja? Und hier hinten haben wir was zu performen. Beim Remax Dice handelt es sich um einen Projektor mit Android-TV, Netflix-Unterstützung und einer 4-Punkt-Keystone-Korrektur. Der smarte Projektor ist inzwischen schon etwas länger auf dem Markt und gilt als Geheimtipp. Ob er diesem Ruf gerecht wird, finden wir es heraus. In der Verpackung befindet sich der Projektor selbst, zwei Infoheftchen und die Fernbedienung. Ein Netzteil ist auch mit dabei. Falls nötig, kann der Steckdosenadapter gegen einen längeren bzw. kürzeren ausgetauscht werden. Auf der Rückseite befindet sich ein HDMI 2.0 Anschluss. Außerdem sitzt hier ein USB 2.0 Port. Ton kann auch über den Klinkenanschluss ausgegeben werden. Auf der Oberseite sitzt eine LED sowie der Power Button. Dazu gibt es einen Stativanschluss auf der Unterseite des Gerätes und einen praktischen Tragegriff. Jener und der interne 16.000 mAh Akku richten den Dice auf Portabilität aus. Die Einrichtung des Projektors läuft problemlos. Wer schon mal ein Android-Smartphone eingerichtet hat, wird hier auch zurechtkommen. Das Google-Konto eures Android-Smartphones benötigt ihr für die Einrichtung oder ihr lasst den Projektor direkt über das Smartphone einrichten. Der mobile Projektor setzt auf eine 4-Kanal-LED. Das Bild des Remax Dice ist 700 ANSI-Lumen hell. Der DLP-Beamer verfügt über einen Kontrast von 350:1. Der 0,33 Zoll DMD-Chip gibt ein Full-HD-Bild aus. HDR10 wird unterstützt. Die Lebenszeit der LED gibt der Hersteller mit 30.000 Stunden an. Ausgereizt haben wir diese bisher nicht. Die wenigsten dürften auf lange Sicht hin das Ende der LED erleben. Wenn man auf Werbefotos vom Dice als Lifetime-Buddy spricht, dürfte das tatsächlich zutreffen. Mit 700 ANSI-Lumen sollte man den Raum mindestens auch nicht noch hell beleuchten, wenn man einen Film oder eine Serie schaut. Umso dunkler die Umgebung ist, umso besser. Richtige Kinostimmung kommt egal bei welchem Projektor oder gar Fernseher sowieso erst auf, wenn man komplett abgedunkelt hat. Hier seht ihr eine Sequenz erst in absoluter Dunkelheit. Nun lassen wir mal etwas mehr Licht rein. Mine was a French foreign exchange student my family hosted when I was 16. After a couple weeks it was Und schließlich wird der Raum mit Luft geflutet. Wie stark man abdunkeln muss, hängt von der Tages- und Jahreszeit ab. Im Winter und oder am Abend kann man durchaus auch mal den Rollladen komplett oben lassen. Persönlich war ich bereits beim ersten Einschalten sehr angetan von der knackigen Schärfe des Bildes. Also ich dachte ja wirklich, komm, lass mal 5 gerade sein. Man wird ja wohl mal lachen dürfen. Der Eindruck hat sich in den vergangenen Wochen durchaus gefestigt. Remax hat hier bildtechnisch ein solides Stück Beamer-Technik abgeliefert. Würde man in einem abgedunkelten Raum niemandem erzählen, dass der Dice nur 700 ANSI-Lumen hell ist, würde es wahrscheinlich niemandem auffallen. Remax gibt die mögliche Bildgröße von 400 bis 120 Zoll an. Andere Anbieter gehen sogar noch einen Schritt weiter und sprechen von 200 Zoll. In diesem Video seht ihr eine Selexen-Leinwand mit 83 Zoll sowie eine kleine Leinwand mit 50 Zoll. Mit an Bord sind natürlich auch nützliche Features, wozu ganz klar der Autofokus gehört. Das nervige Drehen am Fokusrädchen entfällt folglich. Gerade wenn man den Remax Dice mobil verwendet, bietet sich die Bildanpassung via Vier-Ecken-Korrektur an. Würde man zu Hause einen Projektor fest installieren, dürften die meisten Wert darauf legen, nicht auf etwaige Bildkorrekturen zurückzugreifen. Unterwegs spielt es aber kaum eine Rolle, ob das Bild nun digital im eigentlichen Bildausschnitt zurechtgezupft wird. What about the paint? We checked the logs. Whoever replicated it used a mid-level systems access code, but there's no ID. Optischen Zoom oder ähnliches bietet kein smarter Android-Projektor in der Preisklasse des Remax Dice. Im Inneren tickt ein T962XH. Dem Prozessor stehen 2 GB Arbeitsspeicher und 16 GB interner Speicher zur Seite. Grundsätzlich hat der Dice genug Power, um nicht nur Full-HD, sondern auch 4K-Inhalte wiederzugeben. Auf dem Gerät läuft Android TV 9. Damit hat man Zugriff auf eine Vielzahl an Apps.
Die meisten werden vor allem Streaming-Apps verwenden. Der Play Store bietet aber auch Games an. Die von mir getesteten Anwendungen, also YouTube, Amazon Prime, Netflix, haben zu meiner Zufriedenheit funktioniert. Disney Plus auch, denn den Dice habe ich passend zur She-Hulk-Premiere ausgepackt. Obviously, Captain America was a push. Dank offiziellem Android-TV ist Chromecast mit an Bord. Damit lässt sich ein YouTube-Video einfach auf dem Handy raussuchen und anschließend auf dem Dice wiedergeben. Der WiMAX Dice beweist eindrucksvoll, wie stark der WiMAX Vogue Pro von einem ausgereiften Betriebssystem hätte profitieren können. Jetzt geht's richtig los. Ich freue mich total auf die Dates. Ich habe Bock, mich zu verlieben. Schmetterlinge sind schon da. Ja. Ich lese zwar immer wieder von Leuten, die einen Fire-TV-Stick oder ähnliches anschließen, nötig ist dies aber nicht. Das Allerwichtigste allerdings, Netflix läuft nativ auf dem Projektor. Die Installationsdatei kann man wie beim WiMAX Nova einfach runterladen und über einen USB-Stick installieren. Beim ersten Start braucht Netflix zwar ein bis zwei Momente, bis die App läuft, aber anschließend funktioniert die App genauso, wie man es von einem Smart-TV kennt. Which humanity insists on calling the real world. As if your dreams have no effect upon the choices you make. Ein Umweg über eine Drittanbieter-App ist nicht nötig. Beim Durchstöbern der Reviews las ich, dass kein Exfat vom Projektor unterstützt würde. Das ist falsch. Der Beamer liest Datenträger mit Exfat-Filesystem. Also, auf die Ski und los! Die WLAN-Verbindung des Dice ist stabil. Erfreulicherweise ist der Projektor sowohl mit 2,4 GHz und 5 GHz WLAN kompatibel. Heiße Flirte, ja, safe. In Sachen Ton setzt WiMAX auf Stereo-Sound mit jeweils 5 Watt Audioleistung. Damit hat der Dice etwas mehr Sound mit an Bord als der Xtreme Halo bzw. Halo Plus. Dolby Audio wird unterstützt. Bereits beim ersten Start hören sich die Lautsprecher gut an. Manchmal täuscht der erste Eindruck, hier allerdings nicht. Und doch ist eure Aufgabe nicht vollendet, Inquisitor. Der Imperator hat vorausgesehen, dass sich eine neue Bedrohung gegen ihn erhebt. Ähnlich wie die Konkurrenz kann man den Dice ganz ohne Bluetooth-Speaker verwenden. Anyway, it looks as though we are stuck here tonight. What? So, because corporate couldn't let us home a tad bit earlier, now I can't get home to my children? I thought Adam has the kids tonight. He does. Wir machen das beispielsweise ganz gerne auf dem Balkon. Ich bin und war positiv vom Speaker des WiMAX Dice überrascht. Vor allem Stimmen kommen gut zur Geltung. Höhen könnten aber etwas mehr Fülle vertragen. Wer etwas mehr Audioleistung möchte, schließt beispielsweise eine Soundbar an. Bei der Wiedergabe über eine solche kommt es zu keinen Delays. Die Mundbewegungen passen gut zum gesprochenen Wort. Wir teilen uns doch jetzt den Garten. Ach, und weil er die Lady geheiratet hat, machst du jetzt, was er sagt? Nein, deswegen nicht. Naja, schon ein bisschen deswegen. Lass einfach die Finger von den Tomaten, Dax. Oh, schön. WiMAX gibt an, dass man den Projektor auch gut als Bluetooth- oder Standalone-Lautsprecher verwenden könnte. Dem würde ich grundsätzlich zustimmen. Im Inneren des WiMAX Dice steckt laut Hersteller ein 16.000 mAh Akku. Damit kann der Dice auch mobil und ohne Steckdose verwendet werden. WiMAX selbst spricht davon, dass man damit 2 Filme schauen und insgesamt 3 Stunden Akkulaufzeit erreichen könnte.
Davon ausgehend sollten die Filme auf jeden Fall nicht länger sein als der aktuelle Minions-Streifen. Geladen wird der Dice über sein Netzteil. Wer will, kann ihn auch dauerhaft so verwenden. Über den USB-Port lassen sich nicht nur USB-Sticks anschließen, sondern auch beispielsweise euer Handy laden. Ich bin zwar davon überzeugt, dass niemand den Dice als Notfall-Powerbank verwenden wird, möglich wäre es aber trotzdem. WiMAX spricht hier von einer Notfalllösung und genau das ist es auch. Die Fernbedienung kennt man schon vom WiMAX Nova 4K. Persönlich finde ich sie gut, aber ich habe auch gelesen, dass Menschen sich eine andere Position für den Zurück-Button gewünscht hätten. Ein WiMAX Dice Pro dürfte gerne mit USB 3.0, 1000 ANSI-Lumen und Android 11 daherkommen. Ein HDMI 3.0-Port wäre auch natürlich super. Um den Preis gering zu halten, würde ich weiterhin auf eine 4K-Auflösung verzichten. Ob die mobil immer so zur Geltung käme, wage ich zu bezweifeln. Eine Verbesserung, die auch schon dem WiMAX Dice zugutekommen könnte, wäre eine Tragetasche. Entweder im Lieferumfang oder zum Nachbestellen. Klar kann man den Dice am Griff tragen, allerdings wäre ein Case, beispielsweise für den Transport im Auto, sehr praktisch. Auch ein Linsenschutz wäre wünschenswert. Wenn ich mir Wörter überlegen müsste, die mir zum Dice einfallen, wäre eins davon praktisch. Er ist hell genug, um in leicht abgedunkelten Räumen Filme zu schauen. Mit dem Akku ist er flexibel genug, um nicht zwangsläufig eine Steckdose in der Nähe zu haben und dank des guten Sounds benötigt man keine Lautsprecher. Der WiMAX Dice ist aber auch vor allem eins, ein portabler Projektor. Der Griff, Akku und Formfaktor zusammen ergeben ein stimmiges Bild. Die 2,2 Kilo merkt man beim Tragen des Projektors kaum. Der Beamer teilt sich das Gewicht mit einem 16 Zoll MacBook, welches einem mangels Griff durchaus schwerer vorkommt. WiMAX bietet den Projektor selbst für 697,07 € an. Im Paket mit einer 120 Zoll Leinwand landet man bei 766,78 €. Neben der 120 Zoll Ausführung haben wir auch die 100 Zoll Leinwand schon im Einsatz gehabt und würden eher die größere Variante empfehlen, da man draußen einfach etwas mehr Platz hat. Ihr habt noch Fragen zum WiMAX Dice? Dann ab damit in die Kommentare. Mein Name ist Sarah Elisa Oley für die Nerdmensch.